Ja, es ist also wirklich, wirklich sehr gut. Da gibt es nicht viel dran auszusetzen. Aber für einen alten Splinter Cell-Fan wie mich oder auch für viele andere Splinter Cell-Fans ist dieses actionlastige Spielprinzip einfach nichts, weil Splinter Cell stand immer für Schleichen. Und immer stand es auch dafür, dass die Waffe die letzte Lösung sein sollte. Also man sollte nach Möglichkeit, oder man hat, also ich persönlich habe es so versucht, nicht zu töten. Und ja, deshalb verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wieso die Entwickler in diese Actionschiene reingegangen sind mit diesem Spiel, weil ja, das alte Splinter Cell war doch gut. Ich meine, viele haben sich darüber beschwert, über diese extrem langen Schleichpassagen und so weiter. Aber, oh, scheiße. Da, ich wollte doch gerade sagen, das war doch gerade nur ein Bug. So, ja, aber das neue Spiel ist im Vergleich zu den alten. Natürlich erstmal ein ganz anderes. Also wirklich von Grund auf ein komplett anderes Spiel. Was natürlich auch stärker mit den Emotionen spielt. Daran muss man, daran sieht man auch, dass es natürlich moderner ist. Ich will jetzt auch nicht spoilern, nicht verraten. Also ich sage jetzt nur mal grob so den Zug, dass es halt auch viel emotionaler geworden ist, das Spiel. Also vorher war das ja so, man war so ein kalter Killer, also so kam es einem zumindest drüber. Bis dann auch damals, spätestens mit da, oder beziehungsweise war Splinter Cell 1 bis 4, Double Agent ist ja auch nicht zu vergessen, wo es halt auf Schleichen ausgelegt war, fällt mir gerade ein. Ja, aber also man merkte ab Double Agent, dass langsam auch mal Emotionen reinkommen, weil bei 1 bis 3 war man ja so dieser Weltretter ohne eine wirkliche Geschichte. Man war halt nur der Top-Agent von dieser Firma. Und mit Teil 4 kam auf einmal dann die Tochter hinzu. Ich will jetzt nichts spoilern. Ich sag da jetzt auch nicht viel mehr zu. Aber natürlich war damit auch Splinter Cell Conviction ein ganz anderes Spiel. Wegen einer Wendung auch aus dem vierten Teil. Aber trotzdem. Ja, ich guck mal eben, was jetzt kommt. Trotzdem war Conviction rückblickend gesehen natürlich A, ein ganz anderes Spiel, aber B, deswegen trotzdem nicht schlecht. Also ich habe es auch sehr gerne gespielt. Ich habe es auch oft und lange und viel und auch mehrmals durchgespielt. Weil es trotzdem gut war. Moment, das Kenji-Komplott. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war. Apart from an outbreak of plague, but that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Okay. Ja, es war deswegen trotzdem kein gutes Spiel, aber das war für mich so das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, wo sich das komplette Spielprinzip um 180 Grad dreht und die es aber auch irgendwie jetzt auch am nächsten Teil, jetzt kommt der Splinter Cell Blacklist als nächstes, die wollen es ja wieder so machen. Also die haben es ehrlich gesagt dadurch dann nicht gelernt, weil viele alte eingefleischte Splinter Cell-Fans natürlich abgesprungen sind. Dadurch, dass es sich halt so krass verändert hat. Das war jetzt so eine, das war ja eine 180-Grad-Wendung und ja, wenn man so ein, zwei Features mal ausprobiert und guckt, wie die Fans reagieren und das dann eventuell wieder zurücknimmt oder ändert, wie zum Beispiel bei GTA, dann ist das okay, aber ja, wenn man natürlich das Spiel um 180 Grad ändert und das dann auch beibehält, entgegen den meisten Fanaussagen, dann könnte das auch ganz leicht zu einem Absturz führen. Oh, da ist ganz schön viel los.
Ja, ich probiere es mal von der Seite. Ich meine, von hier war die schlauere Seite. So. So. Wir müssen sofort. Jetzt lass den Wagen stehen. Okay. Puh. Gut. Ja. Genau. Und das sind halt so, ich sag mal, für mich, ich feiere Splinter Cell trotzdem noch auch mit diesem neuen Spielprinzip, aber viele eben nicht. Und genau das ist das Problem, wenn man ein Spiel komplett ändert und das dann auch noch so lässt, obwohl der Großteil der, gerade der alten Fans, sagt, Leute, das war jetzt nicht so gut. Natürlich, wenn es der Masse gefällt und es der Masse zugänglicher wird, die Entwicklerstudios wollen ja auch nur Geld verdienen, was sie auch verdient haben. Aber man sollte trotzdem gucken, dass man seinen alten Kundenstamm, sag ich mal, beibehält. So, und damit in die nächste Mission, nächtlicher Fischzug. Sehr schöne Bewegungen. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Okay. Jetzt ist die Frage, wo wir ein Boot herkriegen. Ach so, Boot ist da. Gut, okay. Das rote ist das Boot und das gelbe ist das Flugzeug. Sehr schön. Oh. Ja. Okay, da haben wir mal eben kaltblütig Kenji ermordet, ohne irgendeine Emotion, ne? Das ist ja Standard. Standard ist das ja schon, meine Freunde. Wie so oft in Spielen oder in den älteren Spielen. Das ist eben das, was ich bei gerade auch beim Beispiel Splinter Cell gesagt habe. Dass damals so krasse Emotionen auch gar nicht erzeugt werden konnten. Ich meine, das liegt teilweise auch echt an der Grafik. Wenn man sich zum Beispiel mal jetzt ganz stumpf, im Gegensatz zu diesem GTA hier, gut, das ist jetzt auch eigentlich eher, ja gut, okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weiß ich nicht. Was man sich zum Beispiel mal anguckt, guckt euch zum Beispiel mal nur ein einfaches Call of Duty an. Mal ganz ehrlich, ein ganz einfaches Call of Duty, mal eins von den aktuellen, nehmen wir mal Modern Warfare 1, 2 oder 3. Das erzeugt sogar mehr Emotionen als GTA. Gut, GTA ist jetzt auch ein Spiel, mal das ist ein Gangster, der verarscht wurde und man ist jetzt irgendwie auch auf Rachefeldzug. Ja, aber selbst so ein einfaches Spiel kann Emotionen erzeugen, die einem auch nahe gehen. Weißt du, so heftige Kriege, Verlust von einem Kameraden. Das sind all so Sachen, ja. Die gibt's bei so einem alten Spiel einfach nicht. Da wurde auch nie so krass mit Emotionen gespielt. Also ich habe eigentlich noch kein Spiel gespielt, was bei mir so Emotionen erzeugt hat. Ja. Jetzt fängt das, glaube ich, an, die Päckchen abzuwerfen. Wenn die Zeit um ist. Ja, kriegen wir jetzt jedes Mal einen Stern oder wie? Kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Ich glaube, wir kriegen nur bis 4 Sterne. Wenn ich es gerade richtig habe. Jetzt kommen auch Boote. Genau. So. Ach so, genau. Kriegen wir 6 Sterne, ne? Hardcore-Shit. Das könnte schwieriger werden, als man denkt, weil 5 Sterne ist echt Hardcore. Gerade in einem Spiel wie GTA, wie man jetzt zum Beispiel gesehen hat. Nee! Weil man muss da ja echt sagen, es ist ein altes Spiel und dass man beim Schießen stehen bleibt, ganz ehrlich, da kann was nicht. Das ist was ganz
verkehrt gelaufen dann. Weil man hat ja gar keine Chance, wenn man beim Schießen stehen bleiben muss.